Wie schön, dass du dir die Zeit nimmst, die Zeit für diese geführte Meditation. Heute wirst du deine Ängste und deine Sorgen einfach loslassen. Ja, das geht tatsächlich, denn die Angst hat nicht dich, sondern du hast die Angst. Und alles, was man besitzt, kann man aufgeben, kann man loslassen. Mach es dir jetzt gemütlich, setz dich so hin oder leg dich so hin, dass es vollkommen bequem für dich ist. Du darfst dein Gewicht an die Unterlage abgeben, so wie du gleich deine Ängste abgeben wirst, loslassen, auflösen. Noch sind deine Ängste wahrscheinlich da, und du hörst, was sie dir flüstern. Das ist gut so, denn nur wenn du sie kennst, kannst du dich von ihnen trennen. Lass es zu, dass sie da sind, denn alles, was du jetzt denkst und fühlst, ist gut so. Du darfst dich entspannen. Du musst nichts mehr tun. Du darfst dich ganz mit meiner Stimme treiben lassen. Treiben durch diese Meditation. Treiben dorthin, wo du dich ganz sicher und souverän fühlst. Achte einmal darauf, wie dein Atem geht. Wie du einatmest und ausatmest, einatmest und ausatmest. Genieß es, wie dein Atem fließt. Nimm tiefe Atemzüge und gib sie wieder ab. Das tut gut. Das befreit. Wenn du magst, kannst du jetzt den Gedanken durch deinen Körper spazieren. Fang oben an. Wie fühlt sich deine Stirn an? Ist sie schon vollkommen entspannt? Vielleicht spürst du, dass dein Kopf leichter wird. Vielleicht magst du ihn leicht wie eine Wolke werden lassen. Wie fühlt sich dein Gesicht an? Ist der Kiefer schon vollkommen gelöst? Vielleicht spürst du, wie die Spannung aus deinem Kiefer weicht. Denn du musst nichts mehr sagen, du wirst getragen von meiner Stimme. Wie fühlen sich deine Hände an? Haben sie total losgelassen? Vielleicht spürst du, wie deine Hände sich öffnen, denn du wirst von mir gehalten. Ja, du kannst alle Spannung aus deinem Körper lassen. Stell dir vor, wie er immer mehr mit der Unterlage zerfließt. Wenn du magst, kannst du dich jetzt ganz in den Fluss meiner Stimme begeben, die dich mit ihrem Klang treiben lassen wird. Du kannst dich ganz ihren Gedanken hingeben. Bist du bereit dazu? Bereit, dich treiben zu lassen? Ich werde dir zeigen, was deine Ängste wirklich sind. Sie sind nur der Schaum an der Oberfläche deines Bewusstseins. Dort kommen sie.
und dort gehen sie. Sie kommen und sie gehen, so wie du einatmest und ausatmest, einatmest und ausatmest. Aber wenn du in die tieferen Schichten deines Geistes vordringst, zum wahren Kern deiner Persönlichkeit, dann bekommst du Abstand zu deinen Sorgen. Stell dir einmal vor, wie sich das anfühlt. Du näherst dich ein Stück mehr dem Kern deiner Persönlichkeit, wie ein Taucher, der durch ein wunderbares Meer mit Korallenriffen gleitet. Und von hier unten, aus der großen Tiefe, scheint dir die Oberfläche unendlich weit entfernt. Diese Oberfläche, auf der deine Sorgen und Ängste wie der Schaum tanzen. Ein ganz kleiner, unbedeutender Schaum, den du von hier unten kaum mehr siehst. Ein ganz vergänglicher Schaum, den der Wind wegpustet. Ein Schaum, der kommt und geht. So wie dein Atem kommt und geht, kommt und geht, kommt und geht. Was verändert sich, wenn du deine Sorgen aus einer so großen Entfernung siehst? Und was verändert sich, wenn du zum Kern deiner Persönlichkeit abtauchst, noch etwas tiefer abtauchst? Genieße dieses Gefühl einer allumfassenden Sicherheit, das dich hier unten in den Tiefen deiner Persönlichkeit umfängt. Spür einmal, wie sich das anfühlt, dass du ganz bei dir und dass du ganz, ganz sicher bist. Vielleicht erinnert es dich an das Gefühl, wenn du nach einem glücklichen Tag wunderbar müde unter deiner Bettdecke liegst, umfangen von einer großartigen Wärme und kurz davor ins Reich der Träume zu gleiten. Dann kann dich nichts mehr von außen berühren, dann bist du ganz bei dir. So wie ein Baby, das von seiner Mutter an die Brust gedrückt wird. Und dort ist es sicher, vollkommen sicher. Genieße diese Sicherheit in den Tiefen deiner Persönlichkeit. Genieße diesen Abstand, den du zu allem gewinnst, das dich gerade noch belastet hat. Genieße es, dass deine Sorgen nur Schaum auf den Wellen sind, ein Schaum, der kommt und geht, aber du bleibst. Ein Schaum, der kommt und geht, aber du bleibst in deiner vollkommenen Sicherheit. Gleich zähle ich auf drei und mit jeder dieser Zahlen darfst du noch etwas tiefer
zum Kern deiner Persönlichkeit hinabtauchen. Eins, lass dich gleiten. Zwei, lass dich gleiten. Drei, lass dich noch tiefer gleiten. Und nun beobachte, was geschieht, wenn du dir selbst ganz nah bist, wenn dir keine äußere Stimme mehr sagt, was du sollst und was du musst, wenn du einfach nur noch bist, ganz bei dir bist. Wenn du nun aus den Tiefen deiner Persönlichkeit, aus dieser vollkommenen Sicherheit, auf diesen vergänglichen Schaum deiner Ängste schaust, dann passiert es vielleicht, dass er dir auf einmal sehr, sehr harmlos erscheint. Denn es ist nur Schaum, vom Wind des Alltags zu dir geblasen und wieder weggeblasen. Denk einmal an eine vergangene Sorge, die dir im Moment ihres Auftauchens unendlich groß erschien. Und jetzt denk bitte daran, wie diese Sorge ganz schnell vergangen ist und wie du festgestellt hast, dass sie unberechtigt war. Jetzt wird dir klar, diese Sorge war nur ein Schaum an der Oberfläche deines Bewusstseins, ein Schaum, der kommt und geht, kommt und geht, so wie dein Atem kommt und geht, aber du wirst bleiben. Dieser Schaum ist vergänglich, aber du hast Bestand. Vielleicht merkst du schon, dass dich nichts von außen mehr berühren kann, wenn du ganz in den Tiefen deiner Persönlichkeit ruhst. Wenn du es zulässt, mit dir selber eins zu sein, wenn du dich nimmst, wie du bist, weil du gut bist. Der Gedanke, dass du gut bist, hat vielleicht etwas absolut Befreiendes. Denn wenn du gut bist, wenn du dich nicht verändern musst, wenn du ruhst in deinen Tiefen, was von außen sollte dich dann noch negativ berühren können? Genieß einmal das Gefühl, ganz bei dir zu sein, ganz sicher zu sein, ganz in den Tiefen deiner Persönlichkeit zu ruhen. Genieße das Gefühl, in den Tiefen deiner Persönlichkeit zu sein, bei einem wunderbaren Tauchgang. Lass dich gleiten durch deine Tiefen, dann kannst du neue Anteile von dir entdecken. Vielleicht stößt du auf einen souveränen Anteil, einen Anteil, der dich stark gegen alles macht, was von außen anbrandet. Einen Anteil, der dich zu einem Felsen in der Brandung macht, an dem der Schaum der täglichen Sorgen und Ängste
sich einfach auflöst. Stell dir vor, du bist dieser magische Felsen in der Brandung und alle Ängste, alle Sorgen lösen sich einfach auf, wenn sie dich berühren wollen. Denn du strahlst aus, dass du ganz, ganz souverän bist, dass dich nichts, gar nichts mehr verletzen kann, dass du dich dem Leben stellst und stehen bleibst, dass du dich den Herausforderungen stellst und stehen bleibst. Denn du bist ein Felsen, du ruhst in dir und der Schaum des Tages, dieser vergängliche Schaum, hat keine Chance, dich zu berühren, dich zu bewegen, denn du ruhst in dir. Mach dir bewusst, deine Persönlichkeit hat großes Gewicht. Und du empfindest deine Sicherheit, die dich umgibt wie ein Schutzschild, eine wohlige Sicherheit, wie du sie vielleicht schon in der Nähe eines geliebten Menschen empfunden hast, eines Menschen, der dich genauso nimmt, wie du bist, eines Menschen, der es gut mit dir meint. Und jetzt stell dir einmal vor, auch das Leben meint es gut mit dir. Das Leben gibt dir eine wohlige Sicherheit. Du ruhst in dir. Und alle negativen Gedanken verlieren ihre Macht, lösen sich auf, sind ein Schaum des Tages, der kommt und geht. Aber du wirst bleiben und deine Sicherheit wird bleiben. Genieß das Gefühl dieser vollkommenen Sicherheit, dieser Immunität, dieses persönlichen Gewichts und dieser persönlichen Größe. Du wirst bestehen. Du wirst bleiben. Du bist gut so, wie du bist. Vielleicht merkst du, wie sich ein Lächeln auf deine Lippen schleicht. Lass es zu, dieses Lächeln. Es füllt dich mit positiver Energie. Es lässt dich strahlen. Es macht dich stark für alles, was in den nächsten Stunden, den nächsten Tagen, den nächsten Wochen noch kommen wird. Saug dieses Gefühl in dich auf, atme es ein, nimm es mit in deinen Alltag, denn du wirst bleiben, denn du bist stark und der Schaum des Tages kann dir nichts, gar nichts anhaben. Und wenn dieser Gedanke dich vollkommen durchdrungen hat, bis in die letzte Faser deines Körpers, dann kannst du langsam, ganz, ganz langsam zurückkehren von dieser Reise, zurückkehren in diesen Tag, den du wunderbar bestehen wirst. Und jederzeit, wenn du wieder innere Stärke brauchst, kannst du zu mir
zu dieser Gedankenreise zurückkehren. Ich freue mich schon auf dich. Und jetzt wünsche ich dir einen kraftvollen, einen energiereichen, einen großartigen Tag. Dein Martin Wehrle.